von Rüstung. Ich kann eure Rüstung nicht verstärken. Zu eurem Schutz. Ihr habt meinen Dank. Braucht ihr einen neuen Köcher oder eine Tasche? Nur für euch. Seid ihr Fürst Sakai? Und Ran war es, die ihr Lager gesehen hat? So ist es, Sensei. Sakai. Sensei Ishikawa. Ist all das Tomois Werk? Sie und ihre Mongolen waren fleißig. Eine Frau namens Ran weiß, wo wir sie finden. Führt mich hin. Woher weiß sie, wo Tomoes Lager ist? Sie ist beim Sammeln im Wald darauf gestoßen. Sie hat Glück, dass sie noch lebt. Alle ihre Begleiter wurden getötet.
Seid ihr Ran? Ja, meine Herren. Die Mongolen, die euch das antaten. Ihre Anführerin war eine von uns? Tomoe, dieses Gesicht werde ich nie vergessen. Sie war früher mit einer Gruppe Diebe unterwegs, die hier lebten. Das ist unmöglich. Tomoe stammt aus der Präfektur Umugi. Sie fand ihren Weg hierher. Ihr Bogen versetzte Otsuna jahrelang in Schrecken. Man sagte, dass sie mit verbundenen Augen einen Falken vom Himmel schießen konnte. Das Lager, das ihr fandet, wo ist es? Im Wald, südwestlich von hier, zwischen dem Fluss und der westlichen Küste. Verflucht, alles, was ich sie lehrte, alle meine Geheimnisse, reine Verschwendung. Alter Narr, warum hat sie mich belogen? Tomoe hat euch davon nie erzählt. Vor unserem Streit bot ich ihr an, sie als Tochter anzunehmen, Samurai zu werden. Eine große Schicksalswende für jemanden wie sie. Ich nahm es wieder zurück. Weil sie eine Auftragsmörderin ist. Weil ihr Sensei versagt hat. Sie verfiel wieder ihrem alten Leben. Solch eine Chance zu vertun ist eine Sache. Doch gegen sein eigenes Volk. Das ist mir bewusst, Sakai. Wirklich? Kann ich bei dem, was zu tun ist, auf euch zählen? Wir müssen das Lager finden. Wir müssen Tomoe aufhalten, bevor sie weiter mordet. Das Gute ist, dass Tomoe sich an einen bekannten Ort zurückzog. Sie ist verzweifelt. Sie hat das Mongolenreich auf ihrer Seite. Je mehr wir ihre Pläne vereiteln, desto wahrscheinlicher wendet der Khan sich von ihr ab. Das könnten wir für uns nutzen. Einen Keil zwischen sie treiben. Und wenn Tomoe sich dann von den Mongolen abwenden würde? Wenn sie bereit wäre, gegen die Mongolen zu kämpfen, würde uns das nutzen. Aber nur so lange, bis sie euch einen Pfeil in den Rücken schießt. Die Frau meinte, Tomoe hätte die Leute terrorisiert. Das muss Jahre her sein, als Tomoe sehr jung war. Als Jugendliche und sich unter Banditen behauptet. Was selbst für jemanden viel Älteren schwierig ist. Und ihr habt nie etwas geahnt? Als sie bei mir anfing, versteckte sie eine kleine Klinge im Ärmel. Und sie hortete heimlich Essen. Aber ihr habt darüber hinweggesehen. Da war noch mehr. Ich wollte sie so sehr zu meiner Erbin machen, dass ich die Augen vor der Wahrheit verschloss. Das Lager kann nicht weit sein. Perfektes Gelände für lauernde Schützen. Haltet die Augen offen. Steigt ihr ab. Bleibt unten und findet einen guten Ausblick aufs Lager. Hier oben. Ein bekannter Anblick. Was seht ihr denn? Leichen als Übungsziele für Schützen. Tomoes Markenzeichen. Japanische Pfeile. Natürlich. Zerstört dieses Lager. Haltet die Augen nach Tomoe offen. Bereit, wenn ihr es seid, Sensei. Ich bleibe versteckt, bis ihr angreift. Sie war vor kurzem hier. Seht euch um.
So. Hör. Sensei, hierher. Vielleicht, Tomoe. Der Sensei und der Geist. Ich bin euch beide langsam leid. Eure Schützen sind tot. Das war's. Hinterhalt! Folgt Tomoe! Ich halte diese Narren auf! Tomoe, das endet nur auf eine Art. Hält euch das nur ein. Ihr könnt nirgends hin, Tomoe. Strengt euch mehr an, Fürst Sakai. Wo will sie hin? Tomoe! Ihr seid also Fürst Sakai, Senseis neues Maskottchen. Und ihr seid eine begnadete Schützin, die ihre Chance auf ein besseres Leben wegwarf. Hat er euch das erzählt? Tomoe, wieso reden wir? Damit ich euch warnen kann. Seid auf der Hut. Mein Sensei wollte mich töten. Euch wird es auch so ergehen. Danke für die Warnung. Aber ich will das hier beenden. Es ist schon zu Ende. Ich habe nichts. Niemanden. Weg mit dem Bogen, Tomoe. Ist sie wahnsinnig? Keine Spur von ihr. Ich sag es, Sensei Ishikawa. Du verdienst das Allerbeste. Leben gebärend. Ein wandernder Geist suchet. Klare Visionen.
Braves Pferd, Kage. Sakai, was ist passiert? Tomoe hätte mich töten können, aber hat es nicht. Sie ist euch entkommen. Sie sprang von einer Klippe. Ich sah sie. Ihr saht, was ihr sehen solltet. Sie klang verzweifelt. Ist sie. Nur wegen uns. Warum denkt sie, ihr werdet mich verraten? Tut sie nicht. Sie will nur einen Keil zwischen uns treiben. Und es funktioniert. Nein, tut es nicht. Gut. Nächstes Mal, wenn ihr fragt, ob ich tun kann, was nötig ist, fragt euch erst selbst. Tomoe ist noch nicht fertig. Sie geht wohl nach Norden, um sich mit den Mongolen gutzustellen. Wir finden sie. Kämpfen wir!
Darf ich euch helfen, mein Herr? Gehört euch, wenn ihr mir mehr bringt. Danke. Danke für alles, was ihr tut, mein Herr. Gebt Acht, mein Herr. Sonst vermutlich. Wir sollten uns dem Dito anschließen. Wir sind nicht zu uns. Machen wir uns vielleicht zu Samurai. Huh?
Dieser Schrein wurde entweiht. Wer tut so etwas? Getötet und zurückgelassen. Keinerlei Achtung für diese heiligen Boten. Völlig zerstört. Das kostete Zeit und Mühe. Verunstaltet. Das geschah sicher mit Absicht. Was hier geschah, war ein Akt des Hasses. Weißt du, wer das war? Mongolen. Garantiert waren die das. Sicher sind da noch mehr. Der Mund beißt hart. Du bist Samrachen, du bist zum Töbeln. Ach, ich schalte wohl. Oder als Nathalie. So viele getötet. Zerstört, was heilig ist. Anderen göttlichen Boten nie wieder was an.
Friede sei mit den Toten. Ishikawa sollte hierher kommen. Ob er sich je im Leben mal entspannt hat? Er ist angespannter als eine Bogensehne.
Festung der Stärke. Enthüllt innere Schwäche. Hinzu auf das Ziel.